Demnächst wird ein Livestream passieren auf diesem Kanal. Darum macht unbedingt mal die Glocke an. Es wird ein Bad Wars Livestream geben. Weg mit dir und dein Bett war es das auch. Und ich würde mal sagen, GG. Das ist ein Fehler gewesen und dein Bett ist schon mal weg. Weg mit dir. Okay, GG. Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu meinem nächsten Video, Leute. Wir sind wieder auf Mainzer.net. Wir sind heute alleine. Aber Leute, heute geht es wieder weiter mit Bad Wars. Wir spielen heute 1 vs 1 wieder gegen eine random Person. Also wir suchen jetzt einfach uns eine Person jetzt aus. Und ja, ich muss auch gleich etwas wirklich Wichtiges ansprechen, Leute. Vielleicht steht es auch in Titel. Oder vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Und ja, ich werde aber gleich darauf eingehen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt auf was los. Und ich würde sagen, let's go. So Leute, wir sind jetzt in der ersten Runde drin. Ich komme auch gleich mal auf den Grund. Und zwar Leute, ich habe mir jetzt endlich die neue Tastatur gekauft. Ihr wisst ja, ich habe mir die Logitech G910 mir gegönnt. Und ja, ich finde, das ist wirklich eine geile Tastatur. Ich benutze sie jetzt gerade und mein erster Einblick ist einfach nur krass. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen an die Tastatur, an den Drücken und so. Ich drücke noch zu sanft, weil, ja, man muss ja nicht wie ein Wilder drauf hämmern, sag ich mal dazu. Man kann ja das erstmal sanft angehen lassen, ne? Bis man wirklich den Druck herausgefunden hat, wie doll man drücken sollte, das auch am besten funktioniert. Ich muss mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen, besonders in die Leertaste, aber ich spiele jetzt gerade die zweite Bad Wars Runde und ja, in der Upsala, das war gerade die falsche Taste. Ihr müsst wissen, ich habe so G-Tasten, also so extra Tasten und da komme ich eben durch ein bisschen durcheinander, weil die Tastatur ist so gesagt breiter. Länger meinte ich, sorry. Und weil ich noch so G-Tasten an Anfang habe und da komme ich eben mit denen ein bisschen durcheinander, aber ich denke mir mal, ich würde mich dran gewöhnen und ja. Das ist ja heute wieder das erste Mal, wieder vor langer Zeit Bad Wars kommen. Hoffentlich gefällt euch das. Ich werde auch jetzt wieder öfters Bad Wars bringen, weil auf Bad Wars habe ich einfach mehr Bock und so. Also, oh mein Gott, das war so scheiße von mir gerade. Ich könnte es so. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt das Bett so wunderschön abgebaut und so. Oh, das wäre krass jetzt gerade. Ja, ich kann einfach noch nicht so schnell jetzt hier. Okay, links, rechts, doch. Ja, ganz schnell jetzt mal auf 1 und 2 mal gehen. Das geht noch nicht so gut. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Ich musste gerade anhalten, ich das weghauen konnte. Ich muss mich einfach noch ein bisschen dran gewöhnen. Das Fleisch dauert, das ist mehrere Aufnahmen. Aber ich denke mir mal, das wird schon gehen. Und ihr habt gerade gesehen, ich dann aufgehört habe zu... Das war's, mein Lieber. Oh, der bekommt ganz schön wenig noch Knockback. Und der spielt mit Eisen. Oh, der ist halt so. What the fuck? Ich hab gedacht, ich sterbe jetzt. Der sieht so aus, der. Abbauen. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Oh mein Gott, ich spiele natürlich wieder ohne Eisen, Leute. Ihr kennt mich ja. Ganz kurz, Leute, ich muss was ganz Wichtiges ansprechen und zwar. Demnächst wird ein Livestream passieren auf diesem Kanal. Darum macht unbedingt mal die Glocke an. Es wird ein Bad Wars Livestream geben. Ihr habt euch das ja letzten Livestream gewünscht. Letztes Mal gab es ja einen chilligen TTT Livestream. Und demnächst wird ein chilliger Bad Wars Livestream passieren. Und ja, wer Bock hat darauf, guckt gerne vorbei. Tut auch die Glocke aktivieren. Ich tue nur keinen Zeitpunkt, das noch nicht sagen, weil ich selber noch nicht weiß. Das mache ich einfach dann spontan. Und ja,
Es kann sein, vielleicht passiert es auch gleich morgen oder übermorgen. Kommt drauf an und der kommt irgendwie gar nicht so ein Angreifen. Ich weiß, du hast Eisen, du hast doch schon wieder deine Rüstung da an. Und ich denke mir mal, du hast auch ein Schwert, mein Guter. Das ist ein Fehler gewesen und dein Bett ist schon mal weg. Weg mit dir. Okay, tschüss, tschüss. Das war mal easy. Richtig nice, GG. Ja, mal gucken, ich paar Gewinne machen tu mit der Tastatur. Machen wir nochmal weg gegen die? Willst du nochmal? Okay, perfekt. Ich habe schon gedacht, der will doch nicht. Aber ich bin auf der gleichen Map, okay. Naja, egal. Ich würde sagen, zweite Runde. Ich bin auch so blöd. So. Leute, ich kann euch auf jeden Fall die Tastatur wirklich nur empfehlen bis jetzt. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich kann noch nicht sagen, ich kann es euch empfehlen, weil ich muss mich selber noch ein bisschen damit zufrieden machen. Ich bin auch noch nicht ganz zufrieden, weil ich, wie gesagt, noch nicht so gut dran gewöhnt bin an so einer Tastatur, weil ich habe so G-Tasten. Ich kann ja mal gerne mal ein Bild mal reinmachen, einblenden, ihr dann auch Bescheid wisst, was ich hier überhaupt labern tue. Und ja, weil ich denken tue immer, man muss ganz vorne, was mache ich denn hier? Weil ich immer denken tue, immer ganz vorne klicken muss, aber die G-Tasten haben ja keine Funktion, also wird auch in Minecraft nichts passieren, so gesagt. Und ja, ich weiß, viele von unter euch haben die Wocket irgendwie, also irgendwie eine Wocket-Tastatur, das weiß ich auch. 100% einer von euch, irgendwie einer unter euch hat eine Wocket-Tastatur und das weiß ich zu 100%, weil Wocket ist, glaube ich, auch am meisten verkauft wird. Ich weiß es nicht, will es ja auch keinen Scheiß irgendwie labern, aber Wocket ist einfach auch ein bisschen beliebt, sag ich mal dazu. Nur ich wollte eine mechanische Tastatur haben und Wocket mechanisch, naja. Okay, Fastbrötchen geht noch, perfekt. Okay. Leute, ihr müsst wissen, ihr wisst ja, ich habe lange kein Bad Wars mehr gespielt. So, das ist meine dritte Runde insgesamt heute. Oder, ja, dritte Runde. Und ich kann noch fast putschen und du kommst erstmal runter mit dir. Weg mit dir und dein Bad Wars das auch. Und ich würde mal sagen, GG. Ja, klatsch ruhig mal. So, zweite Runde haben wir ihn weggeholt. Ja Leute, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, ist doch gerne mal ein Like da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ihr die Tastatur auch kennt oder so. Es kann ja sein, ihr besitzt die Tastatur oder so. Wenn ja, das würde mich mal interessieren. Und dann könnt ihr ja mal eure Erfahrung oder so reinschreiben. Also ich finde die Tastatur, der erste Eindruck, wirklich geil oder cool. Besonders auch die LEDs und so. Aber auch mit dem Druck und so, also mit dem Drücken und so, Bedienung und so. Das ist auch einfach nur krass und Logitech kann ich auch einfach nur empfehlen. Die Firma ist auch geil. Ich habe auch ein Headset von Logitech. Das ist auch einfach nur cool. Und ja, die Firma kann einfach auch etwas und ja. Lasst gerne ein Like da, wer Bock hat. Und wer Bock hat, folgt mir gerne bei Twitter, Instagram. Abonniert mich gerne auch auf Twitter, sowie auch auf YouTube. Da tut nochmal eine Armee beitreten, Hashtag 6Maxim-Armee. Und Leute, nicht vergessen, ich werde demnächst live gehen, Bad Wars Livestream machen. Also ein Bad Wars Livestream machen. Und ja, wo ich mit euch dann Bad Wars zocken tue auf mein Sohn. Also nicht vergessen, macht die Glocke an. Und jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, habt es noch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt cool und ciao.